Eseln helfen, wenn sie in Not sind. Das hat sich Ulrich Kettner zur Aufgabe gemacht. Deshalb hat er vor 6 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Elke den Verein Eselrettung Österreich gegründet. Begonnen hat alles aber schon viel früher. Ja, ist dadurch entstanden, also wir machen das seit 36, 37 Jahren. Die Eselrettungen haben wir damals noch nicht so bezeichnet. Den Verein gegründet haben wir 2017. 2017 haben wir in etwa 70 Tiere gehabt. Und da ist es dann halt finanziell schon sehr eng ausgegangen. Allein, beziehungsweise Gehalt von meiner Frau oder von mir ist immer draufgegangen. Alle Monate. Und mit der Vereinsgründung haben wir natürlich auch Spenden annehmen können, die wir dringend brauchen. Jetzt sind wir bei 210 Eseln zurzeit, die wir betreuen. Und es werden immer mehr. Denn das Team der Eselrettung ist in ganz Österreich und teilweise sogar im Ausland unterwegs, um Tiere abzuholen und ihnen anschließend zu helfen. Die Lebensbereiche, aus denen Esel gerettet werden, können sehr unterschiedlich sein. Es gibt Einzelhaltungen, wo man die Esel dann wirklich rausholt. Das ist dann eine Rettung. Esel sollte niemals allein gehalten werden. Das ist das eine. Das andere ist natürlich vor Schlachtung. Haben wir sehr oft gehört. Es ist auch natürlich so die Zeit, die Menschen haben halt einfach kein Geld mehr. Das ist so durch die Umstände und kann sich dann Operationen, Behandlungen einfach nicht mehr leisten. Da greifen dann wir ein. Wir holen aber die Tiere zu uns, um eine optimale Behandlung zu gewährleisten und die übernehmen wir dann auch. Am Hof werden die Tiere anschließend medizinisch versorgt und sozialisiert. Dass sie den Eseln in Not helfen, war für Uli und Elke schon immer selbstverständlich. Es ist Berufung. Es ist eigentlich unser Hobby von Anfang an gewesen. Ja, und es macht irrsinnig Spaß. Du kriegst irrsinnig viel zurück von den Eseln. Sie sind so richtig dankbar und ja, es macht einfach Spaß. Dahinter steckt allerdings auch sehr viel Arbeit. Damit trotzdem so vielen Tieren wie möglich geholfen werden kann, ist der Verein auf Unterstützung angewiesen. Geholfen ist, und da bin ich ganz offen und ehrlich, uns mit Geld am besten. Ja. Manche Leute, die wir zum Arbeiten brauchen, müssen wir halt zahlen. Das ist einmal so, man kriegt nicht immer nur Freiwillige. Wir haben so Großkampftage ein paar im Jahr. Da können wir jede Hand und jede Hilfe gebrauchen, einfach bei uns melden, werden dann die Leute vorgemerkt. Zaunbau zum Beispiel im Frühjahr ist ein Thema, Weidezelt aufbauten. Wenn da je mehr Leute sind, umso schneller geht's, umso lustiger ist er. Wer ebenfalls einen kleinen Beitrag leisten und den Verein bei der Arbeit unterstützen möchte, findet alle Infos unter www.eselrettung.at.